Er war ein Dieb. Johannes Kapitel 12, Verse 1 bis 6. 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus auferweckt hatte von den Toten. Dort machten sie ihm ein Mahl und Martha diente ihm. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von unverfälschter, kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete mit ihrem Haar seine Füße. Das Haus aber wurde erfüllt vom Duft des Öls. Da sprach einer seiner Jünger, Judas Iskariot, der ihn hernach verriet: Warum ist dieses Öl nicht für 300 Silbergroschen verkauft worden und den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil er nach den Armen fragte, sondern er war ein Dieb, denn er hatte den Geldbeutel und nahm an sich, was gegeben war. Was war das Wesen des Judas Iskariot? Manche sagen, Judas sei ein Sozialromantiker gewesen, ein frommer Schöngeist ohne Wurzeln oder auch ein radikal politisch motivierter Fanatiker, der Jesus für seine Zwecke missbrauchen wollte. Als das nicht klappte, hat er ihn dann am Ende seinem Schicksal überlassen und noch etwas nachgeholfen. Wie ging Jesus mit ihm um? Er hatte eine starke Neigung zur Habsucht und zu fremdem Eigentum. Er war ein Dieb. Im Grunde hat er Gott bestohlen. Jeder von uns hat hervorstechende gute und auch schlechte Eigenschaften. Was tat Jesus? Er vertraute ausgerechnet ihm den Beutel mit dem Geld der Jünger an. Johannes 13, 29. Das war Absicht und keine Fehleinschätzung. Kleiner Einschub, weil dies auch für uns wichtig sein könnte. Frage: Werden auch wir möglicherweise genau mit den Dingen immer wieder konfrontiert, wo wir schwach sind und leicht verführbar? Hier erleben wir nun, wie Jesus Menschen, die ihm nachfolgen wollen, sozusagen therapiert. Das ist mitunter ein Prozess. Er gibt ihnen die Chance, sich zu bewahren und zu bewähren, indem sie mit den Dingen des Anstoßes direkt konfrontiert werden. Jesus will uns helfen, unsere Charaktersünden zu überwinden, sie zu erkennen und durch Glauben stark zu werden, wo wir schwach sind. Und das ist manchmal auch damit verbunden, dass es eben Dinge gibt, die uns daran hindern können, unsere eigentliche Bestimmung zu finden, die uns sogar mitunter kaputt machen können oder uns unbrauchbar machen in unserer Nachfolge. Wir können so, wie wir sind, zu Jesus kommen, keine Frage, aber wir sollen nicht so bleiben. Die Sünde ist der Leute Verderben, Sprüche 14, 34, und sie gibt sich nicht mit ein wenig Aufmerksamkeit zufrieden. Sie will uns beherrschen und nach unten ziehen. Am Beispiel von Judas wird das überdeutlich. In einem Kommentar zu Johannes 12, 6, er sagte dies aber nicht, weil er für die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte und trug. Was eingelegt wurde, hierzu schreibt Alfred Christlieb, 1866 bis 1934, ein deutscher Theologe. Judas aber war ein Dieb. Hier haben wir ein zweites Leiden Jesu, das er lange vor seiner Passion tragen musste. Wir wollen uns einmal in die Empfindungen hineinzuversetzen versuchen, die der tägliche Umgang mit Judas und die immer erneute Beobachtung von dessen Unlauterkeit dem Heiland bereiten mussten. Viele Menschen sagen, alles kann ich bei anderen ertragen, nur nicht die Unlauterkeit. Jesus ertrug auch die Unlauterkeit dieses Jüngers. Weshalb stellte er ihn nicht zur Rede? Weshalb riss er ihm die Heuchlermaske nicht ab? War das etwa dieselbe Schwäche, die wir bei dem Priester E. seinen gottlosen Söhnen gegeben finden? 1. Samuel 3. War es Mangel an Entschiedenheit? Nein, es war göttliche Geduld. Jesus litt und schwieg. Jesus hat nie die Sünde des Judas stillschweigend gut geheißen, er hat sie nie leichtfertig übersehen, aber er hat auch nicht
von der gottgewollten Stunde das Band mit Judas zerrissen. Er hat ihm Zeit zur Buße gegeben, hat ihn wie die anderen ausgesandt, hat ihm wie den anderen die Füße gewaschen, bis die Stunde kam, in der Judas sich selbst ausschied. Der Herr will uns die Kraft geben, auch Unlautere zu tragen, solange Gott es haben will. Soweit. In Hebräer Kapitel 12, Vers 3 steht: Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Das traf wohl voll und ganz auf Judas zu. Das Ende von Judas lesen wir in Matthäus 27, 5. Da steht: Und er warf die Silberlinge in den Tempel, ging fort und erhängte sich. Er steht möglicherweise auch für all die Menschen, die das Evangelium hören, es aber nie für nötig hielten, es für sich selbst in Anspruch zu nehmen, auch wenn sie scheinbar nahe dran sind an Jesus, an der Wahrheit, am Evangelium. Es gibt Menschen, die hören das, die bekennen sich vielleicht sogar zu Christus, aber sie haben ihn nie als ihren Herrn und Erlöser erkannt und angenommen. Judas hörte Jesu Worte, aber irgendwie dann doch nicht. Eine Neugeburt hat er nie erlebt. Der Teufel fuhr darum in Judas, weil er es konnte. Lukas 22, 3. Da war dann irgendwann kein Widerstand mehr. Möglicherweise war es auch die Sünde gegen den Heiligen Geist. Die kann nicht vergeben werden. Matthäus 12, 31 bis 32. Was macht der Heilige Geist? Er heiligt Menschen. Römer 1, 4. Er überführt sozusagen den Sünder und stellt ihm die Gnade im Evangelium deutlich vor Augen. Um das Wesen von Judas ein wenig besser kennenzulernen, können wir versuchen, Vergleiche zu ziehen, zum Beispiel mit Petrus. Der Unterschied zwischen Petrus und Judas war, dass Petrus ein Kind Gottes, ein Gläubiger und ein Nachfolger war, wurde und durch seine Fehler auch etwas lernte. Gottes Gnade zu vertrauen, nämlich, das war ihm sozusagen aus der Hand geglitten, weil er zu sehr auf sich selbst schaute, Jesus dreimal verleugnete und darüber sehr zerknirscht war. Jemand, der also an die vergebende Gnade im Sohn Gottes für sein eigenes Leben und auch seinem Versagen als Apostel, Stichwort Verleugnung, von Herzen glaubte. Davon war Judas Iskariot offensichtlich weit entfernt. Judas bestrafte sich in seinem Irrglauben selbst, aber für Petrus und auch für uns galt, was in Jesaja 53, 5 prophetisch über Jesus Christus steht. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und das ist der rettende Glaube, den Petrus hatte und den Judas Iskariot nicht hatte. Der Teufel flieht von uns, wenn wir ihm widerstehen. Jakobus 4, 7. Judas floh nicht, sondern gab sich seiner Habsucht und seinem Unglauben hin. Jesus selbst sagte, dass Judas ein Teufel ist. Der Teufel flieht ja nicht vor sich selbst. Als Christen leben wir nicht in einem frommen Vakuum, sondern wir sind wie Schafe unter die Wölfe geworfen. Matthäus 10, 16. Judas war so ein Wolf, allerdings im Schafspelz. Er wurde von Jesus 7-mal freundlich und eindeutig ermahnt, unter anderem Johannes 13, 26. Er hatte durchaus die Möglichkeit, umzukehren, seine Neigung zu bekennen und Buße zu tun. Gott gab diesem Mann die Möglichkeit, sein Kind zu werden und ewiges Leben zu erhalten, die Sünden vergeben zu bekommen. Aber er hielt beharrlich an seiner Sünde fest, obwohl der Sohn Gottes direkt vor ihm stand und mit ihm von Angesicht zu Angesicht redete. Erst dann fuhr der Satan in ihn, nicht vorher. Erst als er zum wiederholten Mal wieder stand und Jesus Christus als Erlöser ablehnte, erst dann konnte der Satan in ihn fahren. Und selbst nach dem Verrat hätte Judas, anstatt sich aufzuhängen und mit den Pharisäern versuchen zu reden und das Geld zurückzugeben,
hätte er mit seinem schlechten Gewissen einfach zum Kreuz nach Golgatha gehen können. Jesus hätte ihm wohl vergeben. In Lukas 24, 26 sagt uns nun der Text: Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Das stimmt sicherlich, aber das besagt nicht zwangsläufig, dass Judas Iskariot keine Wahl hatte und nur ein Spielball der Vorherbestimmung war. Gott wusste es, das ist alles. Gott ist kein Zyniker, der über Leichen geht, nur um seine Pläne durchzusetzen. Judas konnte bzw. wollte einfach seine Sünde nicht loslassen. Gottes Vergebung stand auch für Judas bereit. Judas aber nahm Gottes Vergebung nicht an. Er suchte keinen Erlöser. Er wollte sich selbst nicht vergeben. Gott richtet uns nicht, weil wir Sünder sind, sondern weil wir es bleiben wollen. Und das ist das Traurige, was wir über Judas Iskariot erkennen und erfahren. Möglicherweise galt das, was in 2. Thessalonicher Kapitel 2, Verse 7 bis 12 geschrieben steht, besonders für Judas Iskariot. Da heißt es: Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein, und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, so dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Ich wünsche euch von Herzen, dass ihr allezeit erkennt, was Jesus Christus, der gekreuzigte Sohn Gottes, euch geworden ist, dass er euch von Sünde, Tod und Teufel ewiglich befreit hat, dass ihr erwählt worden seid aus Gnade, nicht aus Werken, dass Gott euch die inneren Augen geöffnet hat, dass er euch begegnet ist als der, der sein muss, nämlich der Gekreuzigte, der Vergeber unserer Sünden, der Messias, der Sohn Gottes, der Ewige und Allmächtige, der tot war und wieder lebendig geworden ist, der ebenso das A und das O ist. Gott segne, behüte und bewahre euch, er stärke euch in euren Glauben und segne euch. Amen. We'll be right back.